Die Highlights der Regionalliga West werden Ihnen präsentiert von Aktion Medior. Blickpunkt die Grotenburg, der KFC Uerdingen gegen Rot-Weiß Essen. Beide früher in der Bundesliga, beide heute hinter den Erwartungen. Die Gastgeber im Abstiegskampf unter Erfolgszwang, sie spielen in Rot und haben einen Freistoß. Issa, Kopfball, Ahmed Ami, das 1:0 schon nach wenigen Minuten. Der berühmte Auftakt nach Wunsch, wir erleben den Start in eine vielversprechende Sturm- und Drangphase des KFC. Wieder die Uerdinger mit Lamidi, Doppelpass mit Usun und da verzieht Moses Lamidi. Eine solche Gelegenheit bekommt er womöglich nicht wieder, das weiß der frühere Bundesliga-Stürmer. Aber der nächste Anlauf, Usun Nakovic, klärt kurz vor der Essener Linie. Und gleich eine ähnliche Aktion, diesmal Schulz und wieder geklärt. Wenn sich das mal nicht rächt, und es rächt sich. Die Essener mit Jerome Profiter erzielen den Ausgleich nach 23 Minuten. Und wir sehen in der Wiederholung, trotz der Krefelder Proteste, der Treffer zählt. Da ist der Ball hinter der Linie. Alles okay, Pausenstand 1:1. Nach dem Wechsel die Uerdinger bei weitem nicht mehr so gut wie im ersten Durchgang. Hier eine der wenigen halbwegs erwähnenswerten Gelegenheiten. Die Krefelder bleiben im Abstiegssumpf und haben Glück, dass sie nicht sogar verlieren. Denn hier hat Langlitz den Siegtreffer für die Gäste auf dem Fuß. Robin Udek beklärt. Uerdingen, Essen 1:1. Schauplatz Wattenscheid. Die 09er, ein starkes Stück Revierfußball in den 90er Jahren, sogar in der Bundesliga. Damals finanziert vom legendären Boss Klaus Steilmann. Heute, die Finanzprobleme sind bekannt. Trainer Pawlak hat außerdem seinen Abschied für den Sommer angekündigt. Vorher will er natürlich den Abstieg vermeiden. Heute im Schlüsselspiel geht's gegen Mitaufsteiger Lippstadt. Die spielen in Rot, das Ganze vor knapp 900 Zuschauern. Den besseren Start erwischen die Gastgeber hier mit Kapitän Zayas. Und was für ein Start, es ist ein perfekter mit diesem 1:0 durch Ersoy. Seht Ersoy, in der Hinrunde hat er lange verletzt gefehlt. Gegenspieler Lübbers sieht hier nicht besonders gut aus. Dann Ecke Lippstadt, Kopfball Jevric. Es gab nicht viele Torraumszenen in der ersten Hälfte. Wir hören uns jetzt an, wie Galatasaray Istanbul künftig einen Teil des Wattenscheider Saisonetats bestreiten soll. Primär geht es Galatasaray darum, hier einen Fuß in Deutschland auf den Markt zu machen, einen Kooperationspartner zu finden, wo man halt vielleicht junge Fußballspieler, auch türkische Fußballspieler, dann halt einfach ausbilden kann hier in Deutschland. Und da bietet Wattenscheid 09 mit der Lage mitten im Ruhrgebiet und mit dem strukturellen Umfeld hier einfach beste Möglichkeiten. Und ich glaube, dass das eine sehr interessante und positive Geschichte sein kann für beide Vereine. Die zweite Hälfte, Lippstadt nun stürmischer, hier mit einer Gelegenheit für Moritz Fritz, der trifft den Ball nicht richtig, dann Freistoß Turan, Kopfball Meier, Viktor Meier, der Torjäger, er hat in dieser Szene schlicht und einfach Pech. Die Gäste bringen drei frische Angreifer und Wattenscheid kann kontern. Das war die Gelegenheit für Kambulut, Torwart Busmann, aufmerksam und dann dies. Die Flanke von Trisic, Ersoy verpasst, aber Brümmer nicht. Kevin Brümmer erhöht auf 2:0 die Vorentscheidung, aber im Wattenscheider Lager auch böse Ahnungen, denn in der Hinrunde führte man auch gegen Lippstadt 2:0 und am Schluss hieß es 2:2 und die Ahnungen bewahrheiten sich. Lippstadt verkürzt auf 2:1, 91. Minute, der Schütze Fritz, aber das war es auch. Lippstadt kann wohl nur noch ein Wunder retten. Man muss Realist sein. Es ist klar, dass man über 40 Punkte braucht, um in der Liga zu bleiben. Und dafür müssen wir von den letzten 11 Spielen noch 9-10 gewinnen. Dass das mit der Punktebilanz, die wir bisher erzielt haben, nicht unbedingt realistisch ist, das ist uns bewusst. Das schätzen wir auch genauso ein. Trotzdem werden wir natürlich auch alles versuchen und alles ransetzen, um von den letzten 11 Spielen noch möglichst viel zu gewinnen. Gar keine Frage. Also man hat ja schon im Vorfeld gemerkt, welche Bedeutung dieses Spiel hat. Und das war für uns nicht ein 6-Punkte, sondern eher schon ein 8-Punkte-Spiel. Jetzt ist 8 Punkte Vorsprung auf Lippstadt. Und spielt weniger noch, also als die Mannschaften da, die da hinten hinter uns stehen. Also das war extrem wichtig.
Alemannia Aachen im Aufwärtstrend. 5 Spiele ohne Niederlage, fast 7000 Zuschauer am Tivoli. Der Gegner Borussia Mönchengladbach. Das Hinspiel haben die Gäste 5:0 gewonnen. Die Alemannia will Wiedergutmachung. Aber hier heißt es schon 1:0 für die Borussen. Wir sehen die Entstehung gleich nochmal. Die Vorbereitung durch Sascha Todor, die Abwehr Frederik Löhr und dann die Führung durch Mario Rodriguez. Erzielt kurz vor der Pause und die Alemannen haben noch vor dem Wechsel Gelegenheit zum Ausgleich. Die Flanke von Stevens, der Schuss von Dennis Dovidat, die starke Parade von Blaswig im Gladbacher Tor. Zur Pause also 0:1, nach dem Wechsel diese Ecke durch Dovidat. Und dann ein starker Kopfball von Markus Hoffmann und auch eine starke Parade von Janis Blaswig, eher einer der besten Borussen, nochmal gut reagiert. Das Team von Trainer Demand auf dem Erfolgsweg. Ecke Gladbach, Volley Ritter, Kopfball Bark, Benjamin Bark erhöht auf 2:0. Was für ein Treffer. Wieder mal die Aachener Schwächen bei Standards, aber auch prima gemacht. Nochmal der Volley-Schuss von Marlon Ritter. Die Reaktion von Benjamin Bark. Gladbach gewinnt, Aachen nichts damit Wiedergutmachung und die Alemannen wissen auch warum. Ich glaube, weil wir heute alles das haben vermissen lassen, was uns die letzten Wochen, glaube ich, stark gemacht hat. Wir haben relativ normal angefangen, haben gut gestanden wieder, haben wenig zugelassen und dann kurz vor der Halbzeit wieder, wie schon gegen Lotte, sind wir einfach unaufmerksam in einer Situation, kassieren dann direkt wieder das Tor und ich glaube, ich habe dann die Riesenchance, noch vor der Halbzeit den Ausgleich zu machen. Mach's leider nicht, ja. Und dann in der zweiten Halbzeit sind wir so ein bisschen in Lethargie verfallen, haben uns so ein bisschen einschläfern lassen und dann passt so ein 2:0, so ein Billardtor natürlich noch dazu. Der SC Wiedenbrück gegen Viktoria Köln. Um nicht abzusteigen, brauchen die Gastgeber bekanntlich Siege, Siege, Siege. Sie spielen in Blau und es geht gleich gut los. Am Ball Bednarski, da hat Viktorias Torwart Vogel Glück. Eine Riesenchance für Kamil Bednarski. Und im anderen 16er nochmal Glück für die Gäste. Die Kamera streikt leider. Es gibt einen umstrittenen Handelfmeter. Es schießt Kapitän Mike Wunderlich. Der Favorit führt 1:0 im Jahnstadion. Das Ganze vor knapp 600 Zuschauern. Und die nächste Möglichkeit wieder für die Gäste. Sie haben die Gelegenheit zum 2:0. Kandan, Fatih Kandan, der verzieht knapp zur Pause 0:1 und dann Aufregung. Silvio Pagano bringt Bednarski zu Fall. Er reißt ihn um, aber eindeutig vor der 16-Meter-Linie. Wiedenbrücks Trainer Theo Schneider außer sich. Er wird vom Schiedsrichter auf die Tribüne geschickt. Dann Freude bei der Viktoria. Nach langer Verletzung kehrt Daniel Reiche zurück und flankt zum Kopfballtor von Fatih Kandan. 2:0 für Köln, die Vorentscheidung und dann noch ein Treffer, das 3:0 erzielt Yannick Löden. Wiedenbrücks Aussichten auf den Klassenerhalt, sie sind weiter verschlechtert. Die Viktoria geht mit frischem Selbstvertrauen ins Pokalspiel gegen den Stadtrivalen Fortuna. Die Highlights der Regionalliga West wurden Ihnen präsentiert von Aktion Meteor.